Hallo zusammen, ich gebe euch hier Einstieg in Fixbrunn weiter und zwar anhand des Canon RF Line-Up und zeige euch, wieso dass ihr auch unbedingt mit Fixbrunn weiterhin arbeiten solltet. Canon hat ihr das Objektiv-Line-Up mittlerweile sehr, sehr gut ausgebaut und das nämlich auch in den Fixbrunn-Weiten. Gerade speziell darauf zu sprechen, wenn ich auf diese drei Objektive hier komme. Und zwar sind das für mich wirklich mega tolle Objektive, die so ein Einstieg in die Fixbrunn-Weiten könnten sein. Mal komplett losgelöst von dem. Wieso sollte ich überhaupt mit Fixbrunn-Weiten arbeiten? Ich finde, das ist etwas vom Interessantesten im Fotografieren. Wenn ich jetzt eine Kamera neu gekauft habe, sei das jetzt eine Canon EOS R, EOS RP, R5, R6, dann starte ich meistens mit einem Zoom-Objektiv. Das klassische vielleicht ein 24-105mm, ein 24-70. Das sind tolle Objektive, aber noch so gut, dass sie sind, muss man sagen, die Fixbrunn-Weiten können mehr. Und zwar in dem, dass sie sich auf etwas anderes spezialisieren und auf etwas anderes beschränken. Sagen wir jetzt mal das klassischste von all denen, das 50mm. Das klassischste Objektiv, ein Nifty 50, so gesagt, gibt es seit Jahrzehnten, ist auch von der Analogen her wahrscheinlich eines der ersten Objektive gewesen, was es gegeben hat. Ist mittlerweile so gut produziert, dass man sehr, sehr klein und sehr kompakt kann produzieren kann, trotzdem sehr, sehr scharf. Und der grosse Vorteil von so einem 50mm, Blende 1,8. Das ist natürlich schon mal etwas viel mehr als jetzt mit einem 24-105 mit Blende 4. Also ich kann meine Sujets viel besser freistellen. Ich finde, es gibt natürlich einen viel besseren Hintergrund. Und irgendwann, wenn man so mit diesem Objektiv gearbeitet hat, gewöhnt man sich auch an den fixen Winkel. Ich weiss, wenn ich irgendwo unterwegs bin, irgendwo rumlaufe, dass, wenn ich jetzt die Kamera vornehme und ich habe dort nur 50mm drauf, dass ich ca. so einen Winkel abdecken kann. Automatisch. Und dann läuft man auch automatisch an das Sujet so daran her, dass man eigentlich nur noch die Kamera zurück und abdrücken muss. Das Klassische mit dem Zoom-Objektiv ist natürlich schon so, dass man einfach bleiben stehen kann, dort sein, wo man halt will, und halt die Sache herholen mit dem Zoom oder wieder zurückschieben mit dem Weitwinkel. Und das ist einfach so ein die fully einfache Variante, so gesagt. Mit dem Objektiv, ein 50mm zum Beispiel, muss man etwas mehr arbeiten damit. Aber auch mehr Kontrolle darüber. Genauso gibt es noch ein 35mm und ein 85mm. Da gibt es noch zwei so ein spezielle Funktionen von diesen Objektiven, die ich noch schnell darauf eingehen möchte. Und zwar, die Fixbrunn-Weiten, zum einen sind eben die leicht stärker als Zoom-Objektiv, was auf einmal, ja, wenn ich Licht habe, einen massiven Vorteil kann sein. Genauso aber eben auch zu freistellen, da zeige ich euch gerne noch schnell ein paar Bilder, weil ich die Objektive testen können. Genauso muss man aber sagen, eben neben dem, dass sie klein und kompakt sind, kann man auch noch ein bisschen mehr damit machen. Und zwar, jetzt gerade so eins, ein 35mm hat eine enorm kurze Nahestellgrenze. Und zwar von 17 cm. Das bedeutet, ihr habt von der Kamera, vom Sensor her, 17 cm gegen vorne ist die nächste Distanz, die ihr einstellen könnt. Also ich kann das 35mm Objektiv sozusagen als Makro-Objektiv brauchen. Also ich habe sozusagen zwei Objektive in einem und trotzdem sehr, sehr klein und kompakt. Das Ähnliche gilt für das 85mm. Das ist eigentlich auch eins mit einer sehr, sehr nahen Einstellgrenze von 35 cm. Da das Objektiv hier aber eben das 85er ist, also einen engeren Winkel hat und keine andere Bildwirkung bringt, sind 35mm trotzdem sehr, sehr nah und kann ein bisschen Sachen, kleine Insektensachen auf Distanz aufnehmen mit einem schönen Winkel und trotzdem einer gewissen Nähe, um das gross abzubilden. Der ganz grosse Vorteil von diesen Fixbrunn-Weiten ist halt auch, dass sie sich eigentlich nur beschränken auf etwas Spezifisches, einen spezifischen Bereich, dass sie auch sehr günstig produziert werden können. Die drei eben besonders. Ich finde, das ist eine super Preis-Leistung, die man hier bekommt mit diesen drei Objektiven. Genauso muss man aber auch sagen, wer jetzt nicht den Einstieg will, sondern wirklich ein High-End-Teil, geht man Richtung 50mm mit Blende 1,2, also wirklich das lichtstärkste, das man so ein bisschen bekommt. Oder das 85mm 1,2. Das sind wiederum schon relativ grosse Objektive, relativ schwere Objektive, aber haben eigentlich genau die gleichen Vorteile wie die hier, plus sie aber noch lichtstärker und noch schärfer. Gehören auch zu dieser L-Serie, erkennbar am roten Ring, die Luxuslinie sozusagen von der Canon und bietet sozusagen die oberste Klasse von diesen Objektiven.
So, schon genug erzählt jetzt über die Objektive. Ich möchte euch eher lieber mal Bilder zeigen, was man mit diesem Objektiv machen kann. Und vielleicht leuchtet es auch anhand von dem so ein bisschen ein, wieso man unbedingt mit Fixbrennweiten arbeiten sollte. Also gehen wir los. Ich starte mal mit diesem Bild hier. Ein klassisches Porträtbild. Klassisches Porträt aus dem Grund, ich habe das mit dem 85mm 2.0 aufgenommen. Leicht aus der Distanz, damit ich einen schönen Ausschnitt machen kann. Vielleicht hätte ich sogar noch etwas weiter weg können. Habe aber dadurch trotzdem einen sehr, sehr schönen, weichen Hintergrund, ein schönes Bokeh und trotzdem eine schöne so ein bisschen, Separation von Hintergrund und Vordergrund. Genau so das zweite Bild, da konnte ich noch etwas näher gehen. Bekomme aber dadurch nochmal so einen schöneren Hintergrund her, den ich in der Regel mit dem Zoom-Objektiv nicht herbekomme. Ein 85mm ist auch speziell, da das eigentlich trotzdem noch so eine, wie soll ich sagen, natürliche Wirkung hat. Eine Wirkung, die auch so ein unserem Auge sehr, sehr nahe kommen könnte. Also noch nicht irgendwie ein 200mm, wo es schon wirkt, als wäre es aus der Distanz, sondern eine sehr, sehr nahe, ehrliche Perspektive bietet. Hier ändert es 35mm, ändert weitwinklig. Das ist noch interessant, wenn man beide Objektive mal austesten kann. Es kann trotzdem auch mit einem 35mm, auch wenn es etwas weitwinkliger ist, ein schönes Porträt geben. Man hat hier ändert die Wirkung von unserem eigenen Auge. Man hat viel mehr vom Hintergrund getroffen. Das Sujet ist etwa gleich gross getroffen wie in den letzten Bildern, aber man hat viel mehr vom Hintergrund getroffen. Und trotzdem ist der Hintergrund schön unscharf und lenkt das Auge mehr auf das Sujet selber im Bild. Das finde ich auch halt so ein klassisches Beispiel. Weitwinkel-Objektiv. Das kann jetzt eben ein 35mm sein, das kann aber auch ein anderes Objektiv sein. In der Regel hat man ein Zoom-Objektiv, jetzt auch mit Blende 4, im Weitwinkel gar keine so Separation von Vordergrund zu Hintergrund. Und das bekommt man nur mit Fixbrennweite her. Genauso jetzt ein grosser Vorteil ist eben auch bei schlechtem Licht. Wir können Bilder machen mit Objektiv, jetzt hier mit einem 85mm, 1,2, also sehr, sehr lichtstark. Man sieht auch schon hier, kann ich zwar Kerzen scharf stellen mit Blende 1,2, habe aber schon hinteran die Hang und der Arm, hier jetzt vor Sarah, schon in der Unschärfe drin, geschweige denn der komplette Hintergrund von diesem Raum, komplett in der Unschärfe, macht also einen sehr, sehr schönen Eindruck und gibt ihm so eine spezielle Atmosphäre ins Bild. Plus muss man natürlich dazu sagen, die Lichtstärke ist natürlich interessant, für das ich eben mehr Licht einsammeln kann. Ich kann ein Bild so mit sehr, sehr tiefer ISO machen, mit rund, ich muss kurz nachschauen, mit ISO 200, obwohl wir da hier wirklich eigentlich nur noch ein bisschen Abendlicht drin haben, plus eben ein bisschen Kerzenlicht drin haben, haben wir trotzdem ein rauschfreies Bild. Und dann ganz am Abend, also wenn wirklich das Licht komplett weg ist und man nur noch ein bisschen Beleuchtung hat, zum Beispiel jetzt hier im Hintergrund mit ein paar Lämpchen, gibt es mir jetzt mit einem 85mm 1,2 enorm einen schönen Hintergrund, also ein schönes Glowen, trotzdem schöne Zeichnung, die Augen sind scharf, jedoch sieht man schon, dass zum Beispiel das Ohr auf der linken Seite da schon total in Unschärfe versinkt, wie auch das Buch vor ihr vordran komplett in Unschärfe ist. Und das sieht echt nach einem schönen Look aus. Auch hier, man sieht, die Objektive sind absolut alltagstauglich. Und zwar jetzt gerade mit einem 35mm, was mir einen sehr natürlichen Winkel gibt. Etwa so, so wie ich mit dem Auge herumschaue. Dieser Winkel gibt mir jetzt klassisches 35er mit Blende 1.8 zum Beispiel jetzt hier. Ich habe eine sehr nahe Naheinstellgrenze. Also ich kann gut aus der Hang fotografieren und kann quasi in der Nähe nicht einmal einen Meter von mir weg schon darauf fokussieren und hat trotzdem ein ganz schönes Bild mit ein bisschen Unschärfe, Schärfe drin. Finde ich ein stimmiges Bild. Auch gerade zum Zeigen, die Naheinstellgrenze. Ich kann auch sehr, sehr nah an das Sujet her. Aber auch da muss man aufpassen, mit dieser Blende 1,8 oder 1,2 habe ich natürlich eine sehr, sehr kleine Tiefenschärfe oder eine sehr, sehr schmale Tiefenschärfe, dass ich schon aufpassen muss, dass dieser Stempel in der Blume drinnen schon scharf ist und dann wirklich am richtigen Ort scharf ist, dann hat der Hintergrund komplett die Rundschärfe schon abfällt.
So, genug gezeigt, genug erzählt. Ihr seht jetzt, wenn ich sage, arbeitet mit Fixbrennweiten, dann meine ich genau das. Ihr könnt eine ganz andere Bildsprache schaffen, ganz speziellere Bilder machen als mit einem normalen Zoom-Objektiv. Und das war natürlich jetzt nicht für nichts mit diesen Canon-RF-Objektiv, weil aktuell oft auch noch so eine spezielle Cashback-Aktion. Dazu verteilt euch jetzt Zara noch ein bisschen mehr Infos dazu. Ich wünsche euch einfach bis zum nächsten Mal. Habt's gut, bis zum nächsten Video. Hallo zusammen, ich bin Zara und beim Fotovideo zum Stehen unter anderem für die Aktionen zuständig. Ich erzähle euch heute wieder am meisten, könnt profitieren beim Kaufen eurer Canon Wunschprodukte. Die neue Canon Summer Promotion läuft bis zum 15. August und beinhaltet zwei separate Aktionen, die ihr miteinander kombinieren könnt. Die eine ist die neue Cashback Summer Promotion. Ihr profitiert dabei von bis zu 300 Franken Cashback auf ausgewählte Aktionsprodukte. Nach dem Kauf registriert ihr euer Produkt unter canon.ch/summer und Canon tut euch den Cashback-Betrag direkt auf euer Konto zurückerstatten. Die zweite Aktion ist die EOS Plus X. Dort sieht es so aus, dass ihr bis zu 1100 Franken Vorteil bekommt, wenn ihr eine Kamera, eine der ausgewählten Aktionskameras, zusammen mit bis zu 3 ausgewählten Objektiven kauft. Auch das registriert ihr online und bekommt den Cashback-Betrag direkt auf das Konto zurückerstattet. Da man beide Aktionen miteinander kombinieren kann, ist es recht schwierig, den Überblick zu behalten. Und es gibt auch keinen Cashback-Rechner, den wir bei unserem Blog integriert haben. Und am besten schauen wir den schnell an. Wir haben zu der Canon Summer Promotion einen Blogbeitrag aufgeschaltet. Hier habt ihr zuerst eine Übersicht über das, was ich der Silu vorhin im Video erzählt hat. Es geht einmal um die RF-Festbrennweite mit ein paar Beispielbildern. Und hier unten kommt dann der Canon Aktionskalkulator, wo ihr euren Preisvorteil könnt berechnen. Ich habe das schon mal voreingestellt. Ich würde mir jetzt einen EOS R6 kaufen, ein RF85er 1.2, ein 50er 1.8 und ein 35er 1.8. Dann kann man hier unten den Sparvorteil berechnen. Und wir würden jetzt mit allem 905 Franken sparen. Das setzt sich zusammen aus der Cashback-Promo. Beim EOS R6 sind es 200 Franken, beim RF35er 60 Franken und beim 85er 1.2 250 Franken Cashback. Dazu gibt es jetzt eben den EOS Plus X-Vorteil. Der kommt zustande, weil wir eine R6 kaufen, die ist aktionsberechtigt, und 3 von den ausgewählten Objektiven, die bei diesem EOS Plus X-Vorteil dabei sind. Da spart man zusätzlich zum Cashback hier nochmal 55 Franken, 20 Franken und beim 85er 1.2 sogar nochmal 320 Franken. Alles zusammen ergibt der Sparvorteil von 905 Franken. Ja, wenn ihr noch Fragen zur Aktion oder zu den Produkten habt, meldet euch gerne bei uns. Wir finden auf jeden Fall das passende Equipment für euch.